Wo binden Sie Ihr Mascherl und warum? Rechts. Rechts heißt man, ist vergeben. Wenn links das Mascherl ist, ist normal, wenn es so ein Mädel frei. Und wenn es rechts ist, ist es besetzt. Links ist verheiratet, Single, links ist Single, rechts ist verheiratet und hinten ist jeden selbst überlassen. Ich sage mal, es ist einfach schwierig. Viele binden es einfach irgendwo. Also man kann es dann eigentlich nicht wirklich drauf festmachen, ob dann noch wer zum Haben ist oder nicht. Das heißt, Sie glauben, die Männer schauen auch nicht drauf? Weil sie es nicht wissen, ganz einfach. Naja, die meisten wussten es sehr genau. Und man ist sich einig. Ja, links ist ledig und rechts ist verheiratet. Aber nicht nur mit dem Mascherl beim Dirndl zeigt man den Beziehungsstatus. Bei den Herren ist es so, da sind die Knöpfe offen, wenn er ledig ist. Und wenn er zu ist, ist er vergeben. Und Roland hat sich schon gefragt, warum ihn heute noch keine Mädels angesprochen haben. Was machen wir jetzt da in dem Fall? Er hat keine Knöpfe. Er hat die Lederhosen unten gebunden. Er müsste das Bandl einfach aufmachen und schon hat er ein paar. Ich bin schon vergeben. Ist das? Das weiß ich gar nicht. Sie müssen Ihre Knöpfe schließen, Herr Salzinger. Das wird so warm, wenn ich schließe. Also bei mir erkennt man es, nachdem ich schon sehr gut vergeben bin und das lange. Ich habe den Ehering mit. Den Kindern ist dieses Thema Gott sei Dank völlig egal. Echte Lederhosen für die Kleinen gibt's schon ab Größe 80, also für ungefähr ein Jahr. Was das Trachtenstyling ganz allgemein und Kombinationen betrifft, gibt's heutzutage kaum Tabus. Weil einfach die Tracht in den letzten Jahren sehr stark geworden ist. Man kann es an so einem heißen Tag wie heute genauso gut mit Flip-Flop die Lederhosen tragen. Heute hat er gesagt, es kommt ein schlechtes Wetter nachmittag und nicht zum Baden gehen und das ist eine Badelederhose. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so tragisch. Alles ist erlaubt. Das sind übrigens Tanja und Gerhard. Sie haben die Wahl zum Trachtenpärchen 2012 gewonnen. Heute präsentieren sie die neue Pyrenpril-Tracht. Lederhosen werden seit Jahrhunderten getragen. Vorteil ist das strapazierfähige Material. Nach alten Schnittmustern sind auch die neue Pyrenpril-Lederhose und das Pyrenpril-Dirndl entstanden. Passend zur Region, wie David Hofbauer erzählt. Traditionell und schlicht. Das internationale Lederhosentreffen in Windischgarsten ist Kult. Zumindest in der Trachtenszene. Ob die traditionelle Krachlederne am besten schön speckig oder auch kurz und knackig für die Dame. Apropos Damen. Dirndl oder Lederhose? Bei mir gibt es nur Dirndl. Was glauben Sie, wo geht der Trend mehr hin? Zu Lederhosen. Es ist einfach gemütlicher. Man kann mehr essen, man ist nicht so einpampft, es ist gut. Eine Lederhosen ist für einen Mann und ein Dirndl ist für eine Frau, weil das einfach schöner ist. Wenn das Dirndl schön kurz ist und schöne Beine siehst, ist das auch schön. Und der Ausschnitt passt, keine Frage. Ja, ganz ehrlich gesagt, also die Damen in einem Dirndl, die sind schon sehr exzellent und das bezaubert die Männerwelt. Egal, ob es ein flottes Dirndl ist oder auch die Lederhosen, ob hauteng oder doch sehr leger, ich denke, die Damen sind mit der Tracht immer gut angezogen. Dirndl oder Lederhosen für die Dame? Beides. Andoxo. Ich wechsel's einfach ab. Genau. Da findet man also keinen gemeinsamen Nenner. Jeder wie er will. Auf alle Fälle merken sollte man sich Folgendes. Für mehr Flirtchancen Knöpfe oder Band bei der Lederhose öffnen. Und beim Mascherl der Dirndlschürze gilt... Ja, links ist unverheiratet und rechts ist verheiratet. Und jetzt platteln Sie uns was vor, oder? Selbstverständlich, überhaupt kein Problem. Down, links erschiert, geht schon.